Der Chemiker Brønstedt hatte ein Problem. Er hat von Arrhenius für Laugen, für die alkalische Reaktion, hat er eine Definition bekommen. Und er wusste, Laugen sind wässrige Hydroxidlösungen. Das sieht man in der oberen Gleichung sehr schön. Wir haben Natronlauge, NaOH. Wenn ich das in Wasser auflöse, ja, dann entstehen da frei bewegliche Ionen. Wir haben nach wie vor das Wasser, aber Natron-Plus-Ionen und Hydroxidionen sind frei beweglich und sind für die alkalische Reaktion verantwortlich. Ja, und jetzt hat Brønstedt natürlich genauso beobachtet. Ja, Mensch, Ammoniak NH3 reagiert genauso alkalisch im Wasser. Ja, das hat ja überhaupt kein Hydroxid. Ja. Und das war jetzt seine große Frage, wie kann das eigentlich passieren? Ja. Und da musste er ein bisschen nachdenken. Ja. Ich glaube, jeder Schüler erkennt hier an dieser Stelle, dass Ammoniak kein OH- freisetzen kann, weil es einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Ne? Wo kein Hydroxid ist, kann keine alkalische Reaktion stattfinden. Aber Moment mal, vielleicht ja doch. Ja, und die Sache ist jetzt ganz einfach. Wenn man sich jetzt das Wasser vom Aufbau anschaut, H2O, dann ist das ja ein Stoff, der potenziell zwei Protonen hat. Ja. Und diese zwei Protonen, davon könnte Wasser ja ein Proton, ein Wasserstoffion, ein H+, abspalten. Ja. Ammoniak hingegen hat ein freies Elektronenpaar. Ja, und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, ich habe es jetzt hier mal in Valenzstrichformeln hingezeichnet. Ja, und wie man sieht, in Valenzstrichformeln ist die Sache viel eindeutiger. Der Wasserstoff, einer der beiden Wasserstoffe des Wassers, welcher ist egal, der wird jetzt in Verführung gebracht, sozusagen vom freien Elektronenpaar des Stickstoffs. Und das würde ja ganz gut passen, ne? Wenn dieses Elektronenpaar aufklappen würde. Ja, dann hätten wir ein besonderes Teilchen, das sogenannte Ammoniumteilchen. Und der Wasserstoff hätte das Wasser verlassen. Ne? Wie sieht das aus? Ja, und hier sieht man jetzt, was passiert. Ja, der Wasserstoff hat das Wasser verlassen in Form eines Protons. Ja, das heißt, das Elektronenpaar wurde zurückgelassen. Das sieht man auch am dem Rest des Wassers sozusagen, was zurückbleibt, ist jetzt dieses Zusatzelektronenpaar vorhanden. Ja, und wir haben also ein OH-Teilchen, was entstanden ist. Und das ist für die alkalische Reaktion dann tatsächlich das Verantwortliche. Ja, und gleichzeitig haben wir hier natürlich dann auch das Ammonium, was entstanden ist, das NH4+. Das ist deswegen positiv geladen, da ursprünglich den Stickstoff 5 Elektronen berührt haben. Jetzt sind es nur noch 4. Das heißt, wenn man das Ammoniak betrachtet, haben wir 2 Elektronen durch das freie Elektronenpaar und 3 jeweils, die ihn berühren von den 3 Bindungen. Jetzt haben wir 4 Bindungen, 4 berühren den Stickstoff, kein freies Elektronenpaar. Das heißt, Stickstoff hat ein Elektron verloren. Ja? Und deswegen haben wir jetzt das NH4+ über und das OH-. Und das ist das Zeichen für Brønstedt jetzt gewesen, dass tatsächlich die alkalische Reaktion gar nicht vom Hydroxid abhängt. Ja, er wollte dem Arrhenius jetzt auch nicht seinen Ruhm rauben, hat dem Arrhenius also seine Definition gelassen. Eine Lauge ist ein Stoff, der in Wasser Hydroxidion freisetzt, ja, eine wässrige Hydroxidlösung. Brønstedt hat das Ganze jetzt anders definiert und hat einfach gesagt, okay, dann ist eine Lauge ab jetzt ein Stoff, der Protonen aufnimmt. Aber um da keine Konfusion zu schaffen, ja, mit Arrhenius, hat er einfach das Ganze ab jetzt Base genannt. Ja. Und damit hat er eine ganz einfache Definition gegeben. Eine Säure ist ein Stoff, der Protonen abgibt, ein sogenannter Protonendonator. Eine Lauge ist ein Stoff, der Protonen aufnimmt, ein Protonenakzeptor. Ja. Das kann man jetzt zuordnen. Ja, ich habe es jetzt nochmal ergänzt. Ne. Also das Ammoniak ist die Base, das Wasser ist die Säure in diesem Fall, eine sehr, sehr schwache Säure. Ja. Und dabei entstehen Ammonium und Hydroxid. Ich hoffe, die Säure-Base-Reaktion hat euch gefallen. Ja, und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss jetzt eigentlich immer nur ganz genau schauen, wer gibt ein Proton ab, wer nimmt eins auf. Und schon hat man die Säure-Base-Reaktion gefunden.